Was geht ab, Leute? Saints wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 969 mit dem Titel Ein Dummkopf eines Lords. Und let's go! Auf der Coverpage sehen wir Goti, wie er von dem Marinetyp, welcher Chiffon entführt hat, voll eine auf den Latz bekommt. Dieser Marinedude scheint doch irgendwie stärker zu sein als gedacht. Oden attackiert Orochi, doch sein Angriff wird von dem alten Opa geblockt, welcher beim Treffen zwischen Orochi und der alten Hexe dabei war. Es stellt sich heraus, dass er Kurozumi Semimaru heißt, somit ist er einer von Orochis Clan. Und zudem ist er im Besitz der Barrierenfrucht, welche mittlerweile Bartolomeo hat. Interessant, dass Oda hier zwei frühere Teufelsfruchtbesitzer mit einbringt. Diese zwei Charaktere werden vermutlich in diesem Flashback noch ihr Leben geben, damit ihre Teufelsfrüchte wieder im Reinkarnationszyklus sind. Was noch spannend ist, die alte Hexe erwähnt die Teufelsfrüchte. Dies lässt darauf schließen, dass sie wirklich mal außerhalb von Wano war. Denn immerhin sind in Wano die Teufelsfrüchte so eigentlich gar nicht bekannt. Die Leute in Wano nennen es eher Zauberei, wie Higurashi, wie sie heißt, später auch erzählt. Meine Theorie, dass die beiden bei Rocks gewesen sein könnten, kriegt hierdurch nochmal einen Push. Auch die alte Hexe ist vom Kurozumi-Clan und heißt Kurozumi Higurashi. Der Opa ist ein sogenannter Biwa Hoshi, ein reisender Künstler, der überall die Laute spielte. Auch sein Name hat einen historischen Bezug. Denn Semimaru war ein Poet und Musiker, zudem war er blind. Was zumindest erklären würde, wieso Semimaru in One Piece immer seine Augen geschlossen hat. Er stammte aus dem heutigen Osaka und steht in Verbindung mit der Osaka-Barriere, welches einen Bezug zu seiner Frucht herstellt. Die Bewohner der Hauptstadt freuen sich, dass Oden ins Schloss eingedrungen ist. Sie sind voller Hoffnung, dass Oden sowohl Orochi als auch Kaido besiegt. Oden möchte Orochi zwingen, den Shogun-Sitz wieder aufzugeben, nun wo er da ist. Doch Higurashi zeigt ihre Kräfte und verwandelt sich in Odens Vater Sukiyaki. Während die Massen draußen jubelten, schossen giftige Pfeile auf die Bewohner, welche sie blind werden ließen. Als die Bewohner in ihre Häuser flüchten, werden sie Zeuge, wie Kaido in seiner Drachenform mitsamt verheerenden Sturmwolken über das Schloss fliegt. Wir sehen zudem, wie Shinobu die ganze Szene mit Orochi und Oden beobachtet. Doch wieso baut Oda dies ein? Ist sie möglicherweise die Verräterin und was auch immer zwischen Orochi und Oden noch gesprochen wurde, brachte sie dazu, zur Verräterin zu werden? Oder war das Ganze der Grund, weshalb sie die Oniwa Banshu verließ und sich der guten Seite anschloss? Oden sollte siegreich hervorgehen, die Herrschaft von Orochi und Kaido beenden. Doch stattdessen tanzt er nackt auf der Straße und bettelt nach Almosen. Durch zerbrochene Hoffnungen beginnen die Bewohner Wanos Oden zu hassen. Einmal die Woche tanzte er und bettelte Oden vor dem Schloss. Die Retainer können es nicht fassen und sprechen Oden daraufhin an, doch diese sagt einfach, es sei sein Job. Ein Jahr später, also 24 Jahre vor der jetzigen Zeit, erhält Oden eine Zeitung. In der Zeitung ist die Nachricht, dass Goldie Roger hingerichtet wurde. Oden rennt den Strand auf und ab, heulend und lachend. Zum Glück ist es doch keine Smile, wie ich bei den Spoilern erstmal kurz dachte. Oden sagt daraufhin, Roger, du wundervoller Mensch, was ein Leben. Und das erinnert mich immer an die Todesszene von Doc Bader, wo er kurz vor dem Tod sagte, ich hatte ein tolles Leben. Ich stehe immer noch dahinter, Doc Bader war ein Mitglied der Roger Piraten. Nochmal ein Jahr später, also 23 Jahre vor der jetzigen Story, gab es einen Kampf zwischen Gecko Morias und Kaidos Piratenbande. Dabei, wie wir wissen, verlor Gecko und seine Crew wurde vernichtet. Doch Gecko Moria stahl dabei das Shusui und Ryumas Körper. Doch Oden tanzt nur weiter nackt. Immerhin, seine Familie und seine Retainer stehen hinter ihm. Zum Glück stehen auch Leute wie Yasui immer noch hinter Oden. Oden möchte daraufhin Hyogoro besuchen, doch einer seiner Männer möchte Oden nicht durchlassen. Da wird dieser Mann plötzlich von Hios Frau geschlagen. Hio und seine Frau sind Oden ebenfalls noch wohlgesonnen. 3 Jahre vergehen, 4 Jahre vergehen und wir kommen im 5. Jahr an. Dies muss das Jahr sein, in dem Oden stirbt. Orochi geht nach Kuri, denn er möchte dort Waffenfabriken bauen. Oden ist davon nicht so begeistert.
Daraufhin erwähnt Orochi, dass er Kaido sich um Hyogoro hat kümmern lassen. Und dabei wurde Hios Frau erschossen. Als Hios Männer sich wehrten, wurden 16 von ihnen umgebracht und Hio wurde gefangen genommen. Diese Nachricht lässt Oden so wütend werden, dass er seine Retainer schnappt und sich auf den Weg macht, Kaido zu erledigen. Dies bedeutet, im nächsten Kapitel dürften wir den Kampf zwischen Kaido und Oden erleben. Und seine Exekution. Wow, das war ein wahnsinniges Kapitel und ich bin so im Hype auf das nächste. Aber ich frage mich wirklich, was hat Oden dazu gebracht, plötzlich nackt auf der Straße zu tanzen und nach Almosen zu betteln? Was hat Orochi in der Hinterhand? Naja, wie fandet ihr denn das Kapitel? Schreibt mir eure Meinung doch kurz in die Kommentare. Und wenn euch mein Review gefallen hat, zeigt es mir mit einem Klick auf den Like sowie den Abo-Button. Bis zur nächsten Woche, schaut euch mal in der Zeit doch einfach meine Theorien an. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.